Hallo und Leute. Hallo und herzlich willkommen zurück. Jetzt wollte ich zwei Begrüßungen vermischen. Zurück bei Mario und Luigi Dream Team Bros. Ich will nicht zurück aus der Traumwelt. Ich will hier drin bleiben. Wir sind im Somnawald momentan, beziehungsweise in der Traumwelt des Somnawalds. Und müssen hier irgendwie so einen Dude finden, der uns in den Tempel lässt. Und in dem Tempel wiederum mussten wir irgendwas anderes finden. Ich habe gerade schon wieder total vergessen, was. Okay, da komme ich irgendwie nicht wirklich gescheit rüber. Ah, okay, warte mal. Ein weiterer Luigi-Sohn. Werde eins mit ihr. Schalte mit der... Das weiß ich doch. Hä, warum kriege ich jetzt nochmal ein Tutorial, als ob ich zum ersten Mal eine Luigi-Sohn... Die Form der Luigi-Sohn erinnert irgendwie an einen Propeller. Okay, ich habe einfach mal in eine Richtung die ganze Zeit gedreht und jetzt... Natürlich, du kannst die Kraft des Windes nutzen, damit Mario an der Wand nicht mehr abrutscht. Okay. Also. Jetzt stoppst du den Propeller, indem du auf Luigi's Nase drückst. Jetzt habe ich aus Versehen eine Textbox geskippt. Hä? Ah, okay, einfach einmal länger. Aber was genau soll mir das jetzt gebracht haben, das verstehe ich gar nicht jetzt. Und muss ich das wieder rechtzeitig teilen? Wie soll ich denn das machen? Oh Gott, das ist nicht einfach. Muss ich mit der einen Hand irgendwie ganz schnell... Hä? Wait, how the fuck soll das funktionieren? Oh, okay. Oh, okay. I get it. So, hier sollte ich eigentlich rauskommen. Und irgendwo anders. Nee, Quatsch, das ist auch Quatsch. Nee, du sollst bitte wieder da rein. Du musst auch weitermachen hier jetzt. Bei dem Wind werde ich wieder, genau, wir brauchen den Wind auch, um hier rüber zu kommen. Okay, damit kann ich die Wände entlang klettern. Also auch genau das gleiche hier. Okay, doch relativ einfach zu verstehen. Man muss halt wirklich immer erstmal gucken, was geht. Kiste gerettet, jetzt könnte ich mir theoretisch die nächste Belohnung abholen. Das Leben kehrt in mich zurück. Ich entbiete euch meinen Dank. Ich bin ein Kissenmeister, einer der Wächter dieses Tempels. Seid gegrüßt, Meister. Prinz Traumbert, seid ihr vom Schicksal unseres Volkes verschont geblieben? Nein, so war es nicht. Auch ich wurde von Mario und seinen Freunden in die Wachwelt zurückgeholt. Oh, ich verstehe. Meister, es ist unverzichtbar, dass wir den Tempel erreichen. Werdet ihr uns helfen? Zum Tempel also, ja? Ich verstehe eure Lage, also gebe ich euch dies. Es wird euch auf den Pfad zum Tempel führen. Ja. Du hältst einen Somnam-Stein. Seid bedankt, Meister. Wisst ihr, dass es noch andere von meiner Sorte gibt? Und sie wurden ebenfalls versteinert. Ihr müsst auch sie aus ihren felsigen Verliesen retten. So ist es. Mario, Luigi, wir müssen die anderen Kissenmeister retten und einen Weg in den Kissentempel finden. Warum bin ich nicht mal sonderlich überrascht? Okay. 100.000%ig wird es jetzt hier weitergehen.
oder? Aber wo bin ich denn jetzt hier eigentlich? Ach so, jetzt sind wir hier. Ah ja, wo wir vorher... Genau. Hier sind wir vorher nämlich nicht hingekommen. Viertes Attackenfragment. Ihr, wer? Ihr, was? Das wer? Gehen tiefer in den Wald. Wieso? Tiefer, was bedeuten? Wir haben eine wichtige Mission. Dürfen wir passieren? Plötzlich rundes Ding. Gelbes Ding erschienen. Verdächtig aussehen. Nein, also... Oh Mann, wärst du einfach weggeblieben. Wollen stehlen Schatz. Wollen stehlen Kissen um. Böse Diebe. Diebe, was bedeuten? Kissen um niemals euer... Kissen um! Kissen um! Was war das denn? Die wirken ja gar nicht freundlich. Das waren Nom-Noms. Die leben schon seit Ewigkeiten in diesem Wald. Aber ich habe keine Ahnung, was dieses Kissen um sein soll, von dem sie da geredet haben. Es ist mir ein Rätsel. Aber wir müssen trotzdem weiter. Okay. Dann sind das jetzt meine neuen Gegner, I guess. Ist das ein Kissenmeister hier? Einmal aktivieren wir das Ding hier. Oh Gott, das ist ein riesiges Gebiet hier noch. Eieiei. Gerade wenn man denkt, das Spiel geht langsam dem Ende zu, kommt hier nochmal so ein großes Gebiet. Das ist doch ein Kissenmeister, oder? Das sieht mir, um ehrlich zu sein, nicht aus wie ein ganz normaler Kisso, um ehrlich zu sein. Glaube ich auch, dass er den Weg vor uns irgendwie frei machen würde oder so. Mal gucken, ne? Wir befreien ihn mal einfach. Oh, yeah. Oh, yeah. Jetzt kommt der Schmarrn hier wieder. Okay, das war nicht unbedingt das, was ich tun wollte. Aber hier ist schon mal einer der beiden. Okay, warte mal, hier ist der andere ja schon. Ach so, ich verstehe, da kommen wir aber nicht einfach so ran. Von hier aus. Aber von hier aus. Cool, dass sie das Luigi-Sion-Tablet auch mal wieder eingebaut haben, denn das finde ich ziemlich nice. Und ja, das war tatsächlich ein Kissenmeister. Aber die zählen auch bei gerettet als ganz normale Kisse. Seid bedankt. Endlich endet dieser Albtraum. Ich verstehe. Das sind wirklich besorgniserregende Neuigkeiten. Und deshalb müsst ihr jetzt zum Tempel? Ich verstehe. Wenn das so ist, dann nehmt dies. Wir brauchen alle Steine, oder um weiterzukommen. Wir Kissenmeister sind Wächter. Lang haben wir die Somnam-Steine bewacht, die Schlüssel zu diesem Tempel. Mit ihrer Hilfe sollte sich der Weg zu den geweihten Städten öffnen. Ihr werdet viele Somnam-Steine brauchen, um bis zum Tempel vorzudringen. Andere zu Stein gewordene Kissenmeister werden euch auf eurem Pfad begegnen. Rettet sie alle, dann werden sie euch sicher ihre Somnam-Steine anvertrauen. Nur mit der Hilfe aller Meister werdet ihr zum Tempel kommen. Das habe ich mir nämlich fast schon gedacht. Hier splittet sich der Weg jetzt nämlich in 6 verschiedene Wege auf und wahrscheinlich gibt es bei jedem von diesen Wegen irgendwie ein Attackenfragment, weil uns fehlen ja, glaube ich, noch genau 6. Und jeweils immer ein Kissenmeister. Nur dem, der den Segen der Kisse hat, soll es erlaubt sein, den Tempel zu betreten. Fügt sie ein, die Somnam-Steine, so öffnet sich der Weg. Platziert Steine. Erschafft einen Pfad. Wählt zuerst einen Stein aus.
Berührt den Stein und halte ihn fest. Dann zieh ihn auf das Feld. Ach, du Scheiße. Ich muss mir meinen Weg bauen. Wird ein Stein, was da schon platziert ist, dann könnt ihr ihn erneut bewegen. Und ich kann ihn auch drehen. Okay. Krass. Krasse Scheiße. So ein Puzzle ist das jetzt hier. Ich brauche die Anweisungen nicht erneut, das ist klar. Aber ich hab... Warte mal. Also so kommen wir auf jeden Fall dahin. Ich schätze mal, wir kriegen jetzt mit jedem Teil... Also wir kommen theoretisch jetzt sowohl nach links als auch nach rechts. Ich kann das nämlich nochmal drehen und dann würde ich nach links, ganz unten rechts, nach ganz unten rechts kommen. Jetzt gerade kommen wir nach ganz unten links. Ah ja, okay, und das sind tatsächlich Gegner, diese Maulwurfwürfe hier, die wir gesehen haben. Diese Nom-Noms oder wie die hießen. Aber ich möchte hier nicht gegen jeden Gegner kämpfen, das sind ja sehr, sehr viele Gegner. Ja, tatsächlich ist sie aber auch... Es wird so sein, wie ich es gesagt habe. Einer mehr von diesen Kissenmeistern. Oh Gott, oh Gott. Einer mehr von diesen Kissenmeistern und jeweils immer ein Attackenfragment. Oh, Dings. Das ist der Rückweg. Jetzt rette ich zuerst den Kissenmeister und dann holen wir uns das Attackenfragment. Das werden hier relativ kurze Traumweltabschnitte immer sein. So ein ständiger Wechsel jetzt ist aber okay. Wie gesagt, ich finde es sogar besser, wenn es immer nur kürzere Traumwelten sind und immer nur so ein oder zwei Albtraumsplitter zu zerstören sind. Ah, diesmal geht der Wind nach oben. Verstehe. Und dann war den nächsten gerettet. Gerettet. Endlich frei. Ich stehe tief in eurer Schuld. Vielen, vielen Dank. Hör mal, wir müssen einen Weg zum Tempel im Inneren des Waldes finden. Verstehe. Ihr seid also auf der Suche nach der Pennhenne. Dann werdet ihr das hier ganz gewiss brauchen. Oh ja. Noch so ein Eckenteil, okay. Aber Mann, jetzt habe ich irgendwie so ein bisschen... Als Reflex, dass ich einfach weiterdrücke, sorry. Deshalb haben wir unseren Tempel hier errichtet, um unsere Träume zu verstärken. Durch den Tempel fließt ständig eine starke Energie. Wenn ihr auch das Ultibett habt, das euren Schlaf verstärkt, dann ist es so gut wie sicher, dass ihr die Pennhenne finden werdet. Ich bitte euch, rettet die Welt von den bösen Mächten. Das ist ja genau das, was ich versuche. So. Das ist jetzt gewagt. Und hat auch nicht mal ansatzweise funktioniert. Ich checke, um ehrlich zu sein, nicht so ganz, wie ich darüber kommen soll jetzt gerade. Also so überhaupt gar nicht, deswegen... Oh, da kommen wir darüber. Oh, komm. Ach so, warte mal. Irgendwie... Wait, what the actual fuck? Ach so, oh mein Gott, einfach einmal rum.
Das kann manchmal so einfach sein. Und geht das? Ganz knapp nicht, schade. Oh no, warum habt ihr das denn so knapp gemacht, dass man nicht zu den anderen Dingern rüberfliegen kann? Warte, das da oben, bringt mich auch wieder nur zurück hierher, oder? Ja. Das heißt, der Ausgang hier ist der gleiche. Wir haben ein weiteres zusätzliches Teil bekommen. Und jetzt? Mache ich einfach nur das. Wait, das war falsch, weil ich das andere noch nicht platziert habe. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir sowieso jeden dieser Wege erkunden müssen. Ich kann hier nichts skippen. Und von daher ist die Reihenfolge auch, dann mache ich es einfach unten links, unten rechts, in der Mitte links, in der Mitte rechts und so weiter. Warum seid ihr so verdammt viele? Hallo, darf ich auch nochmal angreifen oder nicht? Was ist denn das? Warum ist eigentlich jeder hier schneller als ich? Wow, das ist wieder so ein, wo ich nicht erkenne, ob... Also... Okay, nach unten? Nein, nach oben schon wieder? Hä? Check ich nicht, nee, check ich nicht. Ach so, die Lakitus geben das Muster vor. Oh man. Die Lakitus geben das Muster vor, in dem die Boomerange fliegen sollen. Wie ist der bitte nicht tot? Okay, wenn man es schafft auszuweichen, dann ficken sie sich selbst damit. Aber es ist super schwer. Ja, und da verpissen sich die Lakitus dann auch. Okay, das Ding aktiviert sich auch tatsächlich nur, wenn wir beide drauf haben. Aber ich bin, warte mal. Bin aber zu blöd, normal zu springen, deswegen mache ich das hier. Hey, verdächtig, Diebe, Kissen oben nicht geben. Meine lieben Nom-Noms. Plötzlich anderer, plötzlich orange. Nom-Nom, ihr kennen. Kiss-Nom, er Kiss-Nom. Wahr, ist Kiss-Nom. Erklärt uns bitte, was ist ein Kiss-Nom? Das Kiss-Nom.
Ein Kissenmeister. Kissenom sehr, sehr wichtig. Ah, gut, verstehe. Die versteinerten Kisse werden Kissenom genannt. Bewohner des Somnamwaldes, bitte hört meine Bitte. Die ganze Welt fällt in Antasmas und in Bowsers Hände. Das checken die doch niemals, wenn du so sagst. Um sie zu stoppen, brauchen wir... Hirnschmerzen, nicht verstehen. Ihr wollt Kissenom? Ja, wir brauchen diesen Kissenom wirklich dringend. Kissenom wollen anderen Kissenom. Nom? Nom, Nom euch geben, Kissenom. Aber erst spielen mit Nom, Nom. Nom, Nom lieben spielen, machen viel glücklich. Nom, Nom glücklich, dann geben, Kissenom. Spiel braucht große Hürden. Erst erklären Regeln, ihr zuhören. Wollen spielen mit Nom, Nom? Ja, erklär halt die Regeln. Regeln leicht. Ringe erscheinen, ihr durchgehen. Aber. Gehen ein Feld weiter. Dann Nummer sinken. Bevor Nummer verschwinden, ihr gehen durch alle Ringe. Und? Wenn zweimal berühren, Platten zerbrechen, fallen im Loch und Spiel vorbei. Kaputt, Num. Num, Num auch aufs Spielfeld. Nicht springen auf Num, 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 Num nicht mögen. Aber. Auf Num, Num springen, nachdem letzten Ring passiert. Das ist kein Problem. Genauso bei kaputte Platte. Ganz leicht. Viel Spaß. Check ich nicht ganz, aber wir versuchen es einfach. Oh mein Gott, okay, jetzt check ich's. Hä? Aber wie soll ich denn das machen? Warte mal. Es gibt kein Zeitlimit, oder? Oh mein Gott, ich darf auch nicht... Ach du Scheiße. Okay, okay. Warte mal. Das ist gar nicht so einfach. Wait, how the fuck soll ich das tun? Nach rechts, nach unten, nach links, nach oben... Okay, warte. Ja, das geht, das geht. Wobei, ich muss noch irgendwie zurückkommen, oder nicht? Nee, ich muss immer nur... Okay, verstehe. Wir müssen nur alle Ringe einmal durch und dann passt schon. Oh, ich habe 2 Leben verschwendet. Ich muss zuerst gucken, wie das geht. Nach rechts, nach oben. Nach links. Man sieht das irgendwie ganz schlecht hier gerade. Nach rechts, dann zack, dann zack, dann zack. Nach rechts, dann nochmal nach rechts. Dann nach oben und links, dann einmal außenrum. Ja, okay, warte. Ich dachte mir so. Oh, oh mein Gott, ist das schwer. Ach so. Ich darf nur auf 13 Platten maximal landen. Und das hätte sowieso nicht ganz funktioniert, weil ich in der Mitte schon einmal gelandet bin. Mitte direkt ganz durch. Bro, what the fuck? Warum ist denn das so hart? Digga, ich kann's noch 100 Mal sagen. Das ist kein Spiel für Kinder. Das ist legit ein Spiel für Erwachsene. Die Rätsel und Kämpfe sind so schwer wie in einem ganz normalen Spiel für erwachsene Menschen. Das ist weit weg von allen Nintendo-Games, die ich sonst normalerweise spiele und kenne. Das ist echt unfassbar. 1, 2, dö, und dann da runter und dann... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zehn. Nee, aber das geht doch dann trotzdem nicht. Ich verstehe das einfach nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Warte, das könnte gehen. Ja, das geht, das geht. Das
ist die letzte. Das ist die letzte. Ganz zum Schluss auf ihn springen ist okay, vorher nicht. Das heißt, ich kann mir gleich mal mit einplanen, dass ich da hinten zum Schluss ankomme. Einmal direkt nach links, nach unten, nach rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Warte mal. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das müsste passen. Oh mein Gott. Nee. Das war Trash. Ja, verloren. Haha. Das ist ja... Warum sind die Minigames in diesem Spiel so anspruchsvoll? Oder bin ich... Ich meine, ich habe nicht viel geschlafen die Nacht. Das muss man auch mal ganz klar dazu sagen und nehme das hier viel zu früh auf. Ist das wenigstens jetzt das gleiche nochmal? Ja, wobei, selbst da verkacke ich wahrscheinlich, weil ich mir nicht gemerkt habe. Ich darf auch keine unnötigen Leben verschwenden, das vor allem nicht. Ich glaube, das hier war relativ selbsterklärend, ne? Nein, war es nicht. Oh mein Gott, ich verschwende wieder ein Leben. Das gibt es nicht, oder? Nee, doch, doch, passt, passt, passt. Ich brauche für das letzte Ding wirklich viel... Oh mein Gott, die sind random. Das ist nicht das gleiche nochmal, die sind random. Da lang, da lang, da lang. Oder links anfangen. Links anfangen, da lang, da lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, das dürfte passen. Eigentlich kann man sich so ein bisschen am Boden orientieren mit den Schatten. Vielleicht habe ich ja Glück und das dritte Level ist jetzt ein einfacheres als beim letzten Mal, weil das war wirklich nicht einfach. Ja, guck mal, jetzt ist auch kein Dude, jetzt ist auch keiner von den Dingern mehr da. Von den Kollegen da, von den Nom-Nom-Viechern. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nach rechts, nach rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Das müsste eigentlich gehen. Das müsste passen. Ich glaube, ich habe eine Route gefunden. Mal gucken, ob es tatsächlich geht. Nee, das ist komplett Trash. Ich habe ein Ding übersehen. Da komme ich jetzt auch nicht mehr ran. Mann, wegen dem einen, Alter. Ficken. Warum... Ach, Mann. Ist das so fucking hart, Alter? Oder bin ich einfach nur komplett bescheuert im Kopf? Nach unten? Okay, andere Route. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, das ist, glaube ich, die Route. Das ist der Way to go. Ja, so nehmen wir alle mit. Ganz easy eigentlich. Ganz easy eigentlich. Aber es ist halt so ein bisschen Try and Error, ne? Oder man steht jetzt halt hier 20 Minuten und rechnet alle Wege durch. Ihr große Spiele, Nom Nom, viel glücklich. Geben Kissen um. Okay, ich verstehe. Manchmal müssen wir Spiele mit denen machen, um das zu kriegen. Oh, die geben uns außerdem auch... Okay. Nice. Nom Nom, Spiel lieben. Nom Nom, gute Spieler lieben. Okay, die sind auch freundlich. Wir müssen gar nicht gegen die kämpfen, aber wir müssen dieses Spiel mit ihnen spielen. Okay. Ja, also das Spiel an sich gefällt mir auch ziemlich gut. Das ist ja bloß nicht einfach. Stellenweise. Aber es ist eine coole Idee. Das muss ich den Entwicklern einfach lassen. Jetzt ist da schon wieder diese Goldbohne. Ich frage mich, wie oft ich dem noch begegne, bis ich ihn endlich mal halt killen kann. Oder ob ich irgendwas falsch mache. Vielleicht mache ich irgendwas falsch. Grundlegend. Warum springe ich zu früh?
Hä, wieso habe ich denn da Schaden gekriegt und er gleichzeitig auch? Wie kann ich denn auf ihn raufspringen und dann trotzdem selber Schaden nehmen? Das verstehe ich gar nicht. Ach, jetzt kommt die Scheiße wieder. Ach so, der hat sich getarnt als eine von denen. Das habe ich vorher gar nicht gemerkt, dass das so ist. Digga, ich krieg doch auch toll zwischendrin. Wann ist der denn endlich mal tot, Mann? Du nervst so hart, Bro. Also für den will ich aber eine richtig kranke Belohnung. Sollten wir es hinkriegen, den zu killen. Okay, jetzt muss ich bedenken, ich habe keinen Panzer mehr, der mich schützt. Ja, super, und dann mache ich gleich so weiter. Ab jetzt kann ich Damage nicht mehr abmachen. Ja, und der haut eh wieder ab. Also ich habe auch keinen Bock, meinen Orden zu verschwenden an dem, wenn der eh wieder abhaut. Und ich nie sicher weiß, ob ich den jetzt killen kann oder nicht. Genau aus dem Grund mache ich es nämlich auch nicht. Oder WTF? Wie soll ich dem zweiten Ball ausweichen, ohne in die Giftwolke von dem ersten reinzulaufen, bitte? Ganz, ganz kurz vom Level Up, Mario. Vielleicht mal irgendwie einer, mit dem man quatschen kann oder so. LOL. Na, fuck. Also für den Scheiß bin ich echt noch zu müde. Ach, kann ich die überhaupt treffen, wenn die fliegen, oder bin ich jetzt schon wieder dumm gewesen? Oh mein fucking Gott, das gibt es nicht. Ich habe keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was abgeht hier gerade. Welcher von denen hier zuerst und welcher, bei wem das hochgeht, ich check das gar nicht gerade. Woran man das überhaupt erkennen soll. Die sind auf jeden Fall dumm genug, sich mit ihren Bomben hier mehr selbst zu verletzen als alles andere. Sag mal, die kriegen ja keinen Damage. Okay, doch, okay. Alles klar. Ah, okay, ich verstehe. Perfekt. Ich habe nicht die Late Damage gekriegt. Gut, Mario, Level up. Come on, let's go. Boah, 7 und 4 strong. Sehr strong. Hier auf Angriff. Selbst wenn ich da nur ein D plus 2 rauskriege, ist mir scheißegal jetzt. Ja, wie wir an den Albtraumsplitter da rankommen sollen, weiß ich auch noch nicht. Finden wir es doch einfach im nächsten Part von Mario und Luigi Dream Team Bros. Raus. Also, wie immer, danke fürs Einschalten. Bis dahin und ciao.